Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück bei Empyreon. Ja, beim letzten Mal habe ich ja den Bauplan schon mal angefangen für unser kleines Shuttle. Und ja, mittlerweile ist die Zeit auch runtergelaufen, denn ich habe in der Zeit nochmal ein ganz kleines bisschen Eisen und Magnesium gefarmt. Und jetzt kommen wir denn dazu, endlich den Bauplan hier aufzustellen. Unser SV-Starter. Objekt erzeugen, das können wir nämlich dann hier so schön auf dem Dach hinstellen. Zack. Da haben wir unser süßes kleines Shuttle. Ist zwar noch nichts Besonderes, können wir auch im Notfall noch ein bisschen umbauen später. Hier haben wir ja einen O2-Tank, wir haben hier einen Kraftstofftank, der natürlich leer ist. Dann haben wir hier eine Frachtbox und einen Kühlschrank. Und das war's, glaube ich. Ah ja, und hier hinten ist auch noch ein Constructor, ein kleiner. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, können wir auch ein bisschen was herstellen. So, und ich würde sagen, wir werden jetzt mal ein paar Sachen hier rausnehmen gerade. Denn wir müssen einiges farmen, denn wir haben kaum noch Eisenbarren, Silizium und Kobalt haben wir noch. Aber der Rest ist uns leider mittlerweile ziemlich ausgegangen. Darum werde ich da jetzt mal ein paar Ladungen mitnehmen. Und Kraftstoffzellen nehmen wir auch mal. Ja, das sollte eigentlich erstmal reichen. Die Corn Dogs können wir mal hier gerade reinschieben. Da können wir nämlich direkt schon mal welche davon futtern. Vielleicht futtern wir sie auch so weit schon alle auf. Mal gerade gucken. Ne, jetzt sind wir voll. Dann ziehen wir den noch hier gerade in die Schnellleiste. Salami habe ich auch noch. Ne, Baupläne wollte ich gar nicht. Technikbäume. Denn unter Tools könnten wir jetzt eigentlich den Bohrer T2 mal freischalten. Denn der ist doch ein bisschen was besser. Wo ist er denn jetzt? Bohrer T2 erweiterte CPU bräuchten wir dafür. Ja, und dafür brauchen wir Neodymium-Barren, die wir hier aber noch nicht finden. Werden wir aber später, zum Beispiel wenn wir, glaube ich, auf dem Mond, könnte es sein, dass wir dort welche finden. Oder bei Asteroiden, muss man mal schauen. So, dann werden wir jetzt hier mal den Kraftstofftank ein bisschen befüllen. Zack, zack. Das könnte ja, dann ist er nämlich voll. Man kann leider die nicht so übereinander setzen. Also man muss immer eine Kraftstoffzelle in ein Feld setzen. So, dann setzen wir uns doch mal hier rein. Hier haben wir eine schöne Cockpit-Sicht. Wenn wir Alt drücken, können wir uns auch weiter hier schön umgucken. Allerdings fliege ich ungern in dieser Innenperspektive, weil man hier nicht wirklich viel sieht. Da setze ich lieber auf die Außenperspektive und scroll noch ein bisschen raus, damit wir auch den Hintern ein bisschen sehen können. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt erstmal zu dem Kupferlager. Und später könnten wir noch das Prometheumlager auf dem Rückweg mitnehmen. Und den Rest müssen wir einfach mal gucken. So, dann drücken wir mal P, da können wir auch unser Schiff hier umbenennen. Das nehmen wir jetzt einfach mal kleines Shuttle. So, zack. Und da geben wir dann Strom drauf. Und dann können wir nämlich damit abheben. Geht eigentlich auch relativ relativ schnell eigentlich. Und ich finde, das Ding fliegt sich eigentlich auch sehr gut. Natürlich kann man das auch noch individuell ein bisschen umbauen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal bei dem Shuttle eine Minigun eingebaut, beziehungsweise zwei Miniguns. Müssen wir mal gucken, vielleicht mache ich das dann auch wieder. Ich weiß es, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig. Aber zumindest für den ersten, fürs erste ist das eigentlich schon mal ganz in Ordnung mit dem Ding, ja. So, der Kupfer ist da unten und wir haben schon noch ein Kupfererzlager entdeckt, wenn ich das richtig sehe. Oh, das war jetzt eine etwas unsanfte Landung, aber ist bisher noch nichts kaputt gegangen dabei. Zack. Ach, da oben haben wir noch ein Kupfererzlager, sehr schön. So, dann gucken wir mal. Da soll das sein. Da ist noch ein zweiter. 15 Meter unter uns, okay. Da gehe ich lieber nicht runter. Hm,
Okay, dann müssen wir uns erstmal ein bisschen runterbuddeln. Aber jetzt ist die Frage, von wo wir das am besten machen. Ach, hier dürfte es, glaube ich. Zeigt ihm. Achso, da. Okay, wenn wir in die Richtung gehen, entfernen wir uns. Also müssen wir doch von hier oben machen. Dann fangen wir einfach hier an. Drücken direkt am besten beide Tasten, dann geht das ein bisschen schneller. Also linke und rechte Maustaste. Und fangen hier schon mal an, hier uns alles wegzugraben. Und damit wir auch wieder zum Schiff kommen, werde ich mal hier eine Art Durchgang schon mal machen. Denn sonst kommen wir danach gar nicht mehr, weil jetzt ja der Rucksack bzw. das Jetpack, das ja, bringt nicht so viel. Das hält nicht lange an, das heißt, wir kommen da auch nicht wirklich weit mit. So, noch ein Stückchen, aber ich weiß noch nicht, wie groß das Loch dann werden wird. Ecke noch weg. So, das reicht eigentlich. Dann haben wir hier nämlich einen schönen Weg hoch. Und dann können wir nämlich hier jetzt, ich hoffe, wir sind doch genau, eigentlich müssen wir genau da drüber sein, oder? Ja, doch, das dürfte eigentlich so hinhauen. Dann machen wir hier mal ein bisschen was weg. Wir können auch nachher nochmal schön in den Weltraum fliegen. Ah, da ist es schon, da ist schon das Kupfererz. So, können wir ruhig ein bisschen noch in die Breite gehen. Da ist eigentlich auch noch ein bisschen was. Das ist schon Gestein. Das Kupfer ist nämlich jetzt so nötig, weil wir das auf die ganzen Computerteile und so benötigen. Also Kupfer, das ist essentiell momentan, dass wir das farmen. So, tun wir schon mal ein bisschen was aufsammeln. Wenn wir den T2-Bohrer haben, dann brauchen wir die Dinger auch nicht einzeln aufsammeln, denn der sammelt dann automatisch, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und wo ich mich drauf auch schon drauf freue, wenn wir dann die erweiterte CPU haben, um das Ding dann auch herzustellen. Zack, zack, zack. Das war's hier. Wir machen erstmal, denke ich mal, auf der einen Seite so ein bisschen weiter. Wir haben uns hier mal so eine Art kleinen Stollen, wo wir dann noch durchgehen können ohne Probleme. Beziehungsweise damit wir dann hier noch vom Problem so hochkommen. Dann mache ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen weg. Eine Art Weg. So. Den Rest kann man dann im Notfall mit dem Jetpack machen. Zack, zack, zack. Lässt auf jeden Fall ein bisschen schon mal was abfallen. 112 haben wir schon rausgeholt. Sehr schön. Aber da geht noch mehr. Das ist die Frage. Okay, dann nehme ich lieber auch noch mal schnell weg. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu tief gegraben gerade schon. Würde zwar vielleicht mit dem Jetpack noch hinhauen, aber ich gehe da doch lieber auf Nummer sicher. Aber ich weiß noch nicht, wie tief wir gleich gehen werden. Und hier kommen wir aber dann ohne Probleme hoch. Ist zwar jetzt nicht mehr ganz genau da, wo wir angefangen hatten, eben einen Weg zu bauen. Machen wir hier noch ein bisschen so weg. So. Dann haut das schon hin. So. So hoch sollten wir da jetzt allerdings nicht abbauen, weil wir sonst den Weg da oben wieder wegmachen. Da kommt eh sehr viel Gestein jetzt an der Seite, ja. Da kommt auch, glaube ich, mehr Gestein als alles andere. Ist zwar noch ein bisschen was da, aber... sehr viel Geröll jetzt bleiben. Machen wir einfach hier so ein bisschen in der Mitte noch ein Stückchen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, noch mal runterzunehmen. So. Da können wir auch schon mal wieder was wegnehmen. Ich mache das immer so gerne, weil ich so eine Art Plattform nach oben baue und später können wir dann, ich sag mal, wenn wir dann den T2-Bohrer haben, der das dann automatisch sammelt, können wir dann auch ein bisschen von oben noch drauf schießen, beziehungsweise von oben das Zeug dann verdampfen. Das geht definitiv einfacher. Denn wenn wir hier in so einem Loch festhängen, das, ja, da ist uns ja nicht mit geholfen. 185
haben wir schon. Also ein bisschen mehr als 200 werden wir auf jeden Fall jetzt noch holen. Also dass wir auf etwas mehr als 200 Erz kommen. Und danach, denke ich mal, werden wir vielleicht zum Prometheum-Lager gehen. Um da vielleicht noch ein bisschen was zu farmen. Braucht man jetzt eigentlich auch nicht so extrem so viel. Ich glaube, wir haben noch 999 Pellets oder so. Aber dann kann ich schon mal in der Fabrik bzw. im Constructor nachher noch mal ein paar Energiezellen anwerfen. Denn ich werde dann auch im U2-Generator und im Wassergenerator schon mal ein paar Zellen reinsetzen, ein paar Energiezellen, damit wir dort auch schon mal ein bisschen Sauerstoff und trinkbares Wasser, jetzt habe ich versehentlich nachgeladen, und da schon mal ein bisschen gereinigtes Wasser dann produzieren können. Denn das werden wir später auch für einige Sachen noch gut gebrauchen können. Das Kupfer, das war jetzt wirklich so dringend notwendig. Ohne das hätten wir jetzt echt ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt. So, ein bisschen hier hoch. Ach, da kommt sogar schon die Sonne durch. Ja, da haben wir nämlich schon ein bisschen von der Decke weggemacht. Okay. Ich glaube, das dürfte erstmal reichen. Sammeln wir das jetzt alles mal hier ein. Zack, 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 zack. Liegt hier noch was? Ich glaube nicht. Nee. Oh. Scheiße, hier ist eine Minigun-Drohne. Die hat es gerade auf mein... Oh. Die hat es gerade, glaube ich, auf mein Schiff abgesehen. Ich hoffe, die hat jetzt nichts vom Schiff kaputt gemacht. Zumindest sehe ich jetzt nicht wirklich, dass da was kaputt gegangen ist bei. Ich hoffe, dass das... Warum habe ich jetzt die scheiß Motor gemacht? Also ich sehe zumindest jetzt nicht, dass da irgendwas bei kaputt gegangen ist. Mal gerade mal gucken. Zeigt dann mir auch nichts an. Okay. So. Sind die scheiß Drohne runtergekommen? Das Ding da unten. Ne, ist ein Stein. Sind die Drohne? Ist die da hinten abgestürzt? So weit weg? Oh, die ist ja wirklich weit geflogen jetzt. Sogar mehrere Drohnen, wie ich jetzt gerade auf dem Radar feststelle. Zack, schnell landen. Nehmen wir mal das Jetpack gerade. Ach. Noch Jetpack ist an. Da bin ich versehentlich auf mehrere Tasten gekommen gerade. Zack. Ups, da habe ich mir ein bisschen wehgetan. Holen schnell. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar mehr Ressourcen. Vielleicht haben die ja auch CPUs für uns dabei. Das wäre ja nicht verkehrt. Okay, ich habe es doch anscheinend eben getroffen. Ah, leider nicht so berauschender Loot.
Klar, ein bisschen gutes Zeug ist da schon bei gewesen jetzt, aber war jetzt auch nichts Weltbewegendes leider. So. Das schalten wir wieder ein. Zack und ab dafür. Können wir das nämlich eigentlich nach Hause zurückfliegen. Genau, fliegen wir ein bisschen nach Hause. Bringen da unser Zeug hin. Vielleicht sollten wir auch noch ein paar Bandagen zu uns nehmen. Denn wir haben doch gerade ganz schön was abbekommen. Ist die Frage? Doch, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, sehr schön. Ist ein bisschen schade, dass man keine GPS-Koordinaten machen kann, beziehungsweise dass man das Haus markieren kann, dass es einem quasi hier auf dem Bildschirm angezeigt wird. Es wird erst sehr spät auf der Minimap oder halt auf der M-Card angezeigt. Ich glaube, 500 Meter müssen wir dran sein, dann sehen wir das erst. Das ist ein bisschen schade eigentlich. So, landen wir das Ding mal hier. Tue das hier so ein bisschen hinter, für den Fall, dass hier gleich noch Drohnen kommen sollten. Schalten wir wieder alles aus. So. Zack. Wie sieht's hier aus? Das ist noch in Ordnung. Dann tun wir den Kram mal hier reinfüllen. Motoren haben anscheinend gar keine mehr. Er ist ein bisschen durcheinander. Ich muss mir definitiv ein paar Cargo-Boxen demnächst mal machen, um das hier so ein bisschen zu sortieren. Elektronik, Metallstücke, Schotter. Ja, Schotter tun wir mal dahin. Kupfererz tun wir dahin. Dann können wir schon mal Kupferbarren herstellen. Ich drücke jetzt einfach mal, weiß der Geil, wie viele. So viel haben wir zwar nicht, aber ist egal. Hier haben wir noch ein bisschen Magnesium, ein bisschen Pellets. Ach, das sehe ich gerade. Hier haben wir Pellets und da haben wir Pellets. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht groß Pellets gleich mal farmen. Medikit, glaube ich, reicht erstmal. Also, wir sind jetzt nicht so krass verletzt. Natürlich werden wir jetzt nicht ganz hoch heilen. Eigentlich müssten wir hier auch, oder? Werden wir hier nicht geheilt? Ne, ist ja nur die, stimmt, war ja nur die Klonkammer. Hier habe ich auch ein bisschen verrottet, beziehungsweise ein bisschen Fleisch reingetan, damit das hier verrotten kann. Denn wir werden dann hier draußen Nährlösung bauen, um dann später Pflanzenbeete zu bauen. In dem Kühlschrank haben wir so viel Fleisch, also da kommen wir erstmal vom Essen her definitiv hin. Jetzt mal gerade gucken. Ich glaube, ich nehme hier noch ein paar Energiezellen. Ach Mann, nicht Motoren. Energiezellen nehme ich nochmal gerade raus. Und werde die nämlich hinten einfüllen. Boah, es ist dunkel. Doch kein Mensch was. Hoppala. Zack. Oh, fast zu weit gesprungen. Ah, ein paar zwei Flaschen haben wir schon mal. Wie sieht's hier aus? Wasserkanister ist auch schon mal ein bisschen was. Tun wir hier nochmal zwei Zellen rein. Hier nochmal zwei Zellen rein. Da kommen wir da, denke ich mal, erstmal ein kleines Waldchen mit hin. Lauf schneller, lauf! Und die Frage, wie machen wir jetzt gereinigtes Wasser? Ging das hier? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Glaube ich am Constructor hier. Oder? Nee. Wo ging das jetzt nochmal? Ja, genau. Ich habe schon wieder vergessen. Zwei Flaschen? Nee. Irgendwo ging das doch. Das habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, aber das ging scheiße. Wassergenerator. Hä?
Anzeige. Bin ich jetzt bescheuert? Wasserkanister. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Wassergenerator erzeugt gereinigtes Wasser aus natürlichen Wasserquellen, muss auf einer R2 platziert werden. Das haben wir ja. Aber da kam Wasserkanister bei raus. Ich weiß aber, dass man auch gereinigtes Wasser machen konnte. Dann müssen wir das mal freischalten, mal gerade gucken. Herstellen. Zack. Das knallen wir hier rein. Ach Quatsch, wir machen das anders. Wir haben doch einen zweiten Constructor. Zack, den schalten wir wieder ein. Und dann tun wir das nämlich hier rein. Und stellen hier schon mal gereinigtes Wasser her. Ich habe das jetzt einfach ein paar Mal angemacht. Ist ja egal. So viel haben wir zwar nicht, aber scheiß drauf. So, da ist alles soweit in Ordnung. Das ist auch alles gut. Da haben wir mittlerweile 6 verdorbenes Fleisch. Was brauchen wir hier für überhaupt? Stahlplatten und Nährlösung. Das heißt, wir können schon mal ruhig ein paar Stahlplatten hier rausnehmen. Denn dann können wir nämlich bald endlich mal anfangen, hier ein bisschen was anzupflanzen. Und wir werden auch Stahlplatten später benötigen, wenn wir dann mit dem Beet dann später zwischen Tomaten oder so in Dosenform dann pressen. Gut, das sieht schon mal gut aus. Das Zeug kann ruhig ein bisschen verrotten. Hier ist er jetzt soweit fertig. 630 Kupferbarren, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was mit anfangen. Da haben wir eigentlich auch schon ein bisschen was. Damit er das auch schön stackt. Eigentlich reichen. Ich glaube, so viel Zeug habe ich nämlich auch gar nicht, dass ich so viele Nährlösungen herstellen kann, glaube ich. Oder? Ach komm, wir probieren einfach mal, sagen wir mal, 12. Probieren wir einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass wir so viel haben. Naja, wir haben ja nur 5 verdorbene Lebensmittel. Also von daher, da wird dann bei 5 eh aufhören. Das heißt, ich muss einiges an verdorbenen Lebensmitteln demnächst noch besorgen. So, da haben wir ja schon mal ein paar Blumenkästen drin, die wir dann vielleicht hier hinsetzen. Das weiß ich noch nicht. Wäre aber eigentlich eine Alternative. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass hier der Rasen so durchwächst. Aber eine andere Alternative hätte ich da jetzt zurzeit auch nicht. Nachher haben wir ja auch nochmal gereinigtes Wasser. Hätte ich auch rausnehmen können. Ich glaube, ich werde jetzt schon mal die Geschütze aufbauen. Aber dafür brauchen wir erst noch hier eine Munitionskiste. Und wir sollten vielleicht von den 5,8 mm Kugeln nochmal einige bauen. Oder waren das die... Ne, ich glaube, das waren die 30 mm, die wir dafür brauchen. Das setzen wir jetzt mal da hin. Stecken. Beziehungsweise die Box dürfte ja eigentlich schon fertig sein. Genau so. Zack. Genau. Setzen wir uns die schon mal hier hin. Die können wir ja ruhig hier. Komm, die setzen wir erstmal dahin. Ist ja egal. Dann nehmen wir hier aus dem Constructor schon mal die Kugeln bis auf eine raus. Setzen die da rein. Dann haben wir nämlich gegen die Drohnen schon mal eine kleine Verteidigung.
setzen wir am besten hier direkt auf die Ecke. Ich kann ja ruhig ein bisschen auch rüberhängen, das ist ja eigentlich egal. So, und die setzen wir jetzt dahin. Und die könnten wir dann hier hinsetzen. So. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen was. Ah, sehr schön. Kugeln sind 499 da. Aber da werden wir jetzt definitiv noch einige einfüllen. Damit die Waffen auch alle, ja, was zum Feuern haben. Es kann sein, dass ich die aber vorher noch alle freischalten muss. Mal gerade gucken. Attack other fractions, aliens, predator. Okay, gut, das ist ja schon mal alles dran. 30 mm Kugeln. Soll er ruhig noch mal ein paar mehr herstellen. Und die füllen wir jetzt auch noch mal hier rein. Immer 500er Stacks. So. Das stecken wir dann hier in den Constructor. So. Für Nährlösung haben wir jetzt 6 Nährlösungen. Das heißt, wir könnten rein theoretisch. Okay, Ton sind auf dem Weg zur Basis. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Sind wir mal gespannt, wann die Drohnen hier angreifen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei da beim nächsten Mal. Haut rein, Leute!